Alles gut. Okay. Also, aber es auf BR7. So. Das haben wir schon beim letzten Mal gemacht, nämlich den Aufbau. Also, man prüft 823.1 erst Tatbestand, getrennt nach Rechtsgutverletzung, also irgendwas, was in den Rechten von 823.1 auftaucht, und dann nach haftungsbegründender Kausalität. Also ein Zusammenhang zwischen dem Verhalten und der Rechtsgutverletzung. Dann römisch zweitens Rechtswidrigkeit, römisch drittens Verschulden. Kommt noch ausführlich mit dem Papier, was da alles drunter fällt. Viertens Schaden. Irgendein Schaden muss da sein, sonst passt die Norm nicht. Sonst müssen wir unter Umständen mit 1004 das ergänzen. Dann eine Haftung ist ausführende Kausalität, also der Umfang, hängt der Rechtsgutverletzung mit dem Schaden zusammen. Ergibt sich der Schaden aus der Rechtsgutverletzung? Und dann am Ende Rechtsfolge, Schadensausgleich nach 249. Und da darf man mal sagen, 249 fortfolgende, weil man kann das nicht so konkret bestimmen, wenn man gerade erst im dritten, vierten Semester ist. Also schreiben Sie nur 249 Fortfolgende. Und schreiben Sie sich vielleicht auf Ihre Papiere auch noch und zusätzlich 1004. Das ist der quasi negatorische Unterlassungsanspruch. Dass Sie das nicht vergessen. Da braucht man keinen Schaden. Man braucht keine haftungsausführende Kausalität. Man muss nur einen Tatbestand haben. Dann gibt es schon 1004, genauer gesagt, 1004, 1, 2, Absatz 1, Satz 2. So, und jetzt gehen wir den Prüfungsaufbau Punkt für Punkt durch. Ich habe Ihnen gesagt, beim Tatbestand ist die erste Voraussetzung Rechtsgutverletzung, also eine Rechtsverletzung. Und wir haben bestimmte Güter. Die sind benannt in 823.1. Welche Güter, Frau Lorenzen, sind benannt? Das Leben, der Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum und sonstige Rechte. Genau. Das gucken wir uns jetzt genauer an. Hier steht schon ein paar Sachen so als Merkposten. Leben heißt natürlich Tötung. Wenn Menschen tötet, muss Schadensersatz leisten. Das Schwierige ist nur, ein Toter kann nicht klagen. Ja, das ist ziemlich schwierig. Bevor in der Hölle ja, aber es können nur klagen nach 844, 845 Dritte. Das ist eine einzige Ausnahme, eine ganz, ganz seltene Ausnahme im BGB, dass ein Dritter einen Schaden hat und das Opfer ist tot. Also es machen Dritte Schadensersatzansprüche geltend, obwohl sie eigentlich keinen Schaden haben. Wenn man mal anliest, wäre das zum Beispiel im Falle der Tötung hat der Ersatzpflichtige die Kosten der Beerdigung dem zu ersetzen, welchem die Verpflichtung obliegt, diese Kosten zu tragen. Also die Kinder, die vor dem Tränenreich vor dem Toten stehen, den jetzt noch beerdigen müssen, das kostet auch. Was kostet eine Beerdigung, Frau Dickner? Hatte ich zum Glück den Fall noch nicht in der näheren Familie, als es wird sich um mehrere tausend Euro handeln. Ja, sagen Sie mal Zahl. Ja, so 3.000, 4.000, denke ich schon. Ist ziemlich gut. Ja, klar. Das ist eine billige Beerdigung. Ja, darf man momentan ja eh nicht mit so vielen Gästen. Ja, das stimmt, das stimmt. Also, damit man die Kosten wiederkriegt als Angehöriger, kann man 844 und 845 geltend machen. Kommen wir nachher nochmal drauf. Dann Verletzung des Körpers. Das ist eine Beeinträchtigung der körperlichen Integrität. Gesundheit, da geht es in den Bereich vor allem Psyche. Da ist natürlich schwer, was passiert, wenn ein Dritter einen Schockschaden hat. Wenn wir das gleich angucken. Und Problemfall auch immer wieder gerne gesehen bei Medizinern. Die Ärzte,
Waren Sie schon mal in letzter Zeit beim Arzt, Frau Ramey? Ja. Ja, war ich. Also Ärzte neigen immer dazu, wenn sie hingehen und sagen, da fragt er, was studieren Sie eigentlich? Dann sagen sie, Jura. Und dann kommt, oh, nein, nicht Jura, nicht Jura. Das kommt daher, von 823.1. Jeder ärztliche Heideangriff ist eine Körperverletzung oder Gesundheitsverletzung. Wir sind so. Ne? Und deshalb hassen die uns. Freiheit ist natürlich die körperliche Fortbewegung. Wir gehen mal in die Dinge rein, die da benannt sind. Erstmal Leben. Ich habe Ihnen schon gesagt, Leben heißt Tötung. Der Tote kann nicht klagen. Aber Ausnahme von dem Tatbestandprinzip, es kann auch ein Nichtverletzter klagen und seinen Schaden geltend machen nach 844, 845. Was ist 845? Gucken Sie mal rein. Im Falle der Tötung hat der Ersatzpflichtige, wenn der Verletzte Kraft Gesetzes einem Dritten zur Leistung von Diensten in erstens dessen Hauswesen oder Gewerbe verpflichtet war, den Dritten für die entgehenden Dienste durch Entrichtung einer Leibrente Ersatz zu leisten. Man merkt hier an der Stelle wieder, das BGB ist 100 Jahre, über 100 Jahre alt. Leute, die zur Leistung von Diensten in dessen Hauswesen verpflichtet sind, dass der Bedienstete, die Hausdame, wenn die also überfahren wird, dann können sie als Dienstherr Schadensersatz geltend machen, obwohl sie gar nicht verletzt worden sind. Das sind also Ausnahmen. Sonst, weil Leben spielt eine große Rolle, muss das jemand getötet worden sein von der Hand des Schädigers. Also denken Sie an Strafrecht, muss die Tötung wirklich von dem Schädiger ausgegangen sein? Nein, im Zivilrecht sind wir großzügig. Es reicht ja aus, andere Menschen in den Selbstmord zu treiben. Nur beim Selbstmord treiben, da haben wir ein Problem mit der haftungsbegründenden Kausalität. Ich nehme ein Beispiel vom Bundesarbeitsgericht, lohnt sich auch zu lesen. Also, ein Betriebshandwerker wird gekündigt, arbeitgeberseitig, und er ist frustriert, er ist vollkommen kaputt und sagt, was mache ich jetzt in Corona-Zeiten, wie soll mein Leben weitergehen? Er fühlt sich gemobbt, kann das nicht aushalten und begeht Suizid. Ist das ein Fall von 823 Absatz 1? Und wenn Sie durchprüfen, kommt man sehr schnell dazu, ja, es ist ein Schutzgut verletzt, er ist getötet, aber jetzt die Frage ist, ist er getötet worden von dem Arbeitgeber? Also brauchen Sie da die haftungsbegründende Kausalität? Was kann man der Fall sein, sagt das BAG, wenn das wirklich so ist, dass jemand partout Selbstmord gefährdet ist und so, sich so in die Ecke getrieben fühlt, ne, dann kann die Kausalität bejaht werden. Was stellt sich dann noch als Frage? Denken Sie mal an 823 Absatz 1. Frau Nicolai. Ich gucke gerade noch mal in den 823 1. Ja. Da steht ja vorsätzlich oder fahrlässig. Das genau. Bedeutet, in dem Fall der Arbeitgeber müsste dann ja sozusagen gewollt haben oder halt hätte vorhersehen können müssen sozusagen, dass dieser Arbeitnehmer dann Selbstmord begehen würde. Können wir das mal vorab machen? Was heißt Vorsatz und Fahrlässigkeit? Also Vorsatz ist ja Wissen und Wollen und Fahrlässigkeit ist sozusagen, dass er bei Beachtung der nach dem Verkehr erforderlichen Sorgfalt, das hätte erkennen müssen. Ja, für Vorsatz, wo steht das? Steht das irgendwo im BGB? Eine Definition?
Ich weiß die genaue Stelle jetzt gerade nicht, also da müsste ich einmal abgeben. Nein, ich kann es verraten, das steht nirgendwo. Und woher haben Sie die Definition Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung? Aus dem Strafrecht. Ja, und sind strafrechtliche Juristen? Ja. Nein, absolut nein. Das ist ein Schlamper, die gehören durch Zufall zu uns. Muss man können Sie sich das vorstellen, Frau Nicolai, wer vertritt einen anderen Vorsatzbegriff als den der Strafrechtler? Ja, vermutlich die Privatrechtler. Ja, natürlich. Und wer hat Recht? Vermutlich die Privatrechtler. Genau, genau so. Also wir sagen im Zivilrecht, Vorsatz heißt Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung und Bewusstsein der Rechtswidrigkeit. Und Frau Nicolai, noch eine ganz viele Frage. Welches Problem haben wir damit gelöst? Und die Strafrechtler kämpfen seit 100 Jahren auf der Front. Wir sagen also, Wissen und Wollen der Tatbestandsverwirklichung und Bewusstsein der Rechtswidrigkeit. Welches Problem haben wir gelöst, das die Strafrechtler seit gefühlten 3000 Jahren beherrscht? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ja, es geht doch um die Frage von Rechtfertigungsirrtümern. Nein, da gibt es so einen umgekehrten Tatbestandsirrtum und so. Das sind alle Konstruktionen, die bescheuerten Strafrechtler erfunden haben, um sie zu quälen. Also, das gibt es bei uns nicht. Bei uns Wissen und Wollen eine Tatbestandsverwirklichung und Bewusstsein der Rechtswidrigkeit. Aber jetzt auf unseren Fall zurück, haben Sie richtig geprüft, Frau Nicolai. Der Arbeitgeber hat wahrscheinlich nicht vorsätzlich gehandelt und außer Achtlassen der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt wissen wir zu wenig. Da muss schon dicke was zusammenkommen, dass man sagt, der Arbeitgeber hat eine Sorgfaltspflicht, selbst für die ganz engen psychischen Umstände, und die hat er verletzt, als er den in den Suizid getrieben hat. Also gibt es sehr selten. Bei Leben habe ich hier noch groß und dick und fett hingeschrieben und muss man immer denken an 823.2. Es gibt ja immer noch zwei Ansprüche. Und da habe ich jetzt mal als Schlamper hingeschrieben in Verbindung mit 211 FF. Also man kann immer an Tötung, Morddelikte, eigentlich 211, 212 hätte man hinschreiben können. Also in Verbindung mit 823 Absatz 2 gibt es parallel. Dann nächstes Rechtsgut, das in 823 Absatz 1 erwähnt ist, Körper und Gesundheit. Das ist nie ganz klar abzugrenzen. Das schafft auch die Rechtsprechung nicht. Also Körper bezieht sich natürlich auf Körper, wie der Begriff sagt, körperliche Unversehrtheit. Und der BGH hat eine tolle Konstruktion erfunden, warum der Körper geschützt werden muss. Allgemeines Persönlichkeitsrecht, fast philosophisch, schreibt der BGH in den 60er, 70er Jahren, der Körper ist eben nicht nur das, was Sie als Hülle betrachten, die man zum Brötchen kaufen benutzt, sondern ist das Seins- und Bestimmungsfeld der Persönlichkeit, das in der körperlichen Befindlichkeit materialisiert ist. So schön können Sie gar nicht schreiben. Ja? Also Sie ist nicht wie Heidegger, Philosophieunterricht. Gesundheit umfasst auch den Körper, aber vor allem geistige und seelische Lebensvorgänge. Und Schmerz spielt dabei keine Rolle. Es gibt eine Erheblichkeitsschwelle bei Körper und Gesundheit. Also es reicht nicht jede kleine Fissematente, die man hat. Ich habe mir einen Fall aus Hamm hingeschrieben, OLG Hamm, 20. Oktober 2011. Da hatte jemand ein Haus brennen lassen oder hat es mit Hausbrand verschuldet. Und da kam einer der Hausbewohner und sagte, ich habe für 30 Minuten eine ganz komische, pelzige Zunge gehabt. Ich müsste Schadensersatz.
Also so eine vorübergehende pelzige Zunge, wenn sie ganz pimpelig sind, ne, das reicht nicht aus. Also keine Chance. Tolles Thema natürlich Beschneidung. Ne, gibt es vor allem im jüdischen Bereich, im muslimischen Bereich auch. Ich, unter Beschneidung meine ich natürlich nicht Beschneidung von Frauen. Das ist verboten, ganz klar. Das wäre ja auch 823 Absatz 1 Körperverletzung. Kann man eine Beschneidung rechtfertigen von Männern im jüdischen, islamischen Kontext? Einiges ist eine Körperverletzung, vollkommen klar. Aber damit Sie mal eine Vorschrift sehen, die Sie noch nie in Ihrem Leben gehört haben, 1631d, schauen wir mal aus Spaß auf. Also, ein sechsjähriger jüdischer Religionsangehöriger wird mit Willen der Eltern beschnitten. Ist eine Körperverletzung, ganz klar. Aber Rechtfertigungsgrund, dann 1631d, die Personensorge, also die Rechte der Eltern, umfassen auch das Recht in eine medizinisch nicht erforderliche Beschneidung des nicht einsichts- oder urteilfähigen männlichen Kindes einzuwilligen, welches nach den Regeln der Kunst durchgeführt worden ist. Also man muss schon mit Hilfe eines Mediziners das machen, dann kriegt man es vielleicht hin. Dann, was mit Körperteilen? Also Körper ist klar, ist eine Körperverletzung, aber was ist mit abgetrennten Körperteilen? Das ging ein bisschen nach Horrorvideos. Aber es geht zum Beispiel um, nehmen wir mal sowas wie Eizellen. Es wird eine Eizelle entnommen bei einer Frau, dann wieder eingesetzt, soll jedenfalls eingesetzt werden. Es stellt sich dann heraus, in der Klinik ist gefuscht worden. Die Eizelle taucht nichts mehr. So, und da unterscheidet man zwischen der beabsichtigten Wiedereingliederung, also wenn das Körperteil wieder eingebaut werden soll, dann ist eine Körperverletzung möglich, so BGH. Wenn der Körperteil dauerhaft getrennt ist, ne, also der Herzschrittmacher oder der Arzt hat noch einen Arm liegen, und das sind Körperteile, sind dann Sachen im Sinne von Paragraph 90. Dann haben wir eben eine Eigentumsverletzung. Also wir sind beim makabren Thema. Ich weiß, es klingt gruselig veranstaltet, aber nicht so schlimm. Ne? Ich höre gleich auf. So. Was bedeutet Schutzgut Gesundheit? Ich habe Ihnen gesagt, Abgrenzung Körpergesundheit nicht ganz klar. Es hat im Wesentlichen was zu tun mit psychischen Verletzungen, zum Beispiel HIV-Virus. Also Sie kriegen irgendwie ein HIV-Virus übertragen, ist auf jeden Fall eine Gesundheitsbeschädigung. Wenn nicht sogar eine Körperbeschädigung, wenn das körperliche Auswirkungen hat. Freundlich auszusprechen. Dann immer gerne gesehen das Thema Rauchen, natürlich. Sie haben also wohnen in einer Wohnung in der Studentenbutze und unten wohnt jemand, der ist Kettenraucher, so einen Fall hat man gegeben beim BGH, und der quarzt immer auf dem Balkon durch, von morgens bis abends, 40 Zigaretten. Und sie hängen oben und sagen, boah, das kann ich überhaupt nicht haben. Mit 40 Zigaretten, ich rieche überall dieses ekelhafte Rauchen. Das kann eben dann eine Gesundheitsbeschädigung sein. Was können Sie für Ansprüche geltend machen dann? Ah, war eine Frage? Frau Saller? Ja, war eine Frage. Stellt man da so grundlegend, also guckt man wirklich auf die einzelne Person, die dann von dem Rauch geschädigt wird? Oder
also geht man jetzt von einer durchschnittlichen Person aus, die den Rauchgeruch halt nicht gut, also nicht gut haben kann? Oder macht es jetzt was aus, wenn die Person zum Beispiel Asthmatiker ist oder so und davon wirklich eher Schäden von sich trägt? Ja, ich habe Ihnen gerade gesagt, wenn man sich 30 Minuten nach einem Brand mit einer pelzigen Zunge befindet, ist das keine erhebliche Gesundheitsbeschädigung. Also es reicht nicht aus, zu sagen, ich bin so pingelig beim Thema Rauchen, schon der bloße Geruch schädigt mich. Es muss also irgendwie ein Durchschnittswert gemacht werden, es muss eine Erheblichkeit sein, sonst kommt man nicht weiter. Frau Dickner? Also ich würde sagen, dass man einen Anspruch aus 823.1, damit man den hat, braucht man wirklich einen erheblichen Schaden, wie wir das schon besprochen haben. Und falls der nicht vorliegen sollte, hätten wir dann noch die, den negatorischen Unterlassungsanspruch aus 1004 mit in Folge mit 823.1. Ich glaube, das ist eben ein Anspruch, dass der Nachbar das unterlassen muss mit dem Rauchen auf dem Balkon. Wir haben meine Frage schon vorweggenommen. Ich wollte gerade fragen, welche Ansprüche gibt es dann? Also gegen Rauchen 823 Absatz 1 wäre eine Möglichkeit, aber es bleibt hier noch 1004. Ja. Man kann sagen, bevor du anfängst, jetzt monatelang deine 40 Zigaretten auf dem Balkon zu rauchen, mache ich geltend, lass das bitte sein, aber sie brauchen auch bei 1004 analog eine Gesundheitsverletzung. Also durch eine Zigarette ein bisschen gestört zu werden, reicht wahrscheinlich nicht aus. Es muss auch bei 1004 der Tatbestand von 823.1 vorliegen. Okay. Also das war eine schwierige Frage beim BGH. Es gab in Düsseldorf einen Raucher, der hat wirklich die ganze Wohnung verpestet. Und da war es so krass, dass der BGH gesagt hat, also normalerweise ist ein bisschen Rauchen ist wie pelzige Zunge. Aber bei einem so krassen Raucher kann es durchaus mal sein, dass man Ansprüche hat nach 823.1 und 1004. Ja. So. Dann die Schockfälle. Ich hatte Ihnen schon gesagt, Schockfälle kann man auch unter Gesundheit packen. Man muss also einen Fall haben, dass irgendwas passiert ist, was ein Trauma auslöst mit erheblichen Folgen für die Psyche. Und ob man das wirklich machen will, ob man Schockfälle anerkennt, weiß niemand. Denn sie kommen sehr schnell in Untiefen. Sie können gar nicht mehr ausloten, wo ist die Grenzziehung. Weil irgendjemand kommt und sagt, ich bin psychisch so angegriffen durch das, was ich gehört habe, das ist Schaden. Die Gegenargumente sind ganz klar. Wenn man sowas anfängt, dann weitet man 844, 845 aus. Wir haben ja gesehen, nur bei Beerdigungskosten und bei gewerbstätigen Hausangestellten, da kann man mal Schäden von Dritten liquidieren, aber sonst nicht. Und das spricht dafür, mit Schockschäden sehr vorsichtig zu sein. Aber der BGH hat mal in einer Entscheidung gesagt, so ein Schockschaden ist womöglich ausreichend. Also offen lassen. Zum Beispiel, das war eine Mitteilung eines Arztes, der hat sich einfach hingesetzt, hat gesagt, also wahrscheinlich kriegt ihr Kind, das sie gerade bekommen, eine Erbkrankheit. Und die Mitteilung stimmt überhaupt nicht. Ne? Und da ist eben schwierig, der BGH sagt, dass so, da ist so ein Schock, existenzieller Schock, dass selbst der Ehegatte, also der Ehemann, wegen solcher Falschnachrichten 823 Absatz 1 geregelt machen kann. Was auf keinen Fall ausreicht, ist ein tief empfundener Trauerfall, den jemand ausspricht und jemand soll gestorben sein, ist aber gar nicht gestorben. Das ist, nee, reicht nicht aus. So, und jetzt sind wir bei unseren beliebten Medizinern.
Also eine invasive, also eine operative medizinische Heilbehandlung ist immer der Tatbestand einer Körperverletzung oder und Gesundheitsschädigung. Also sobald Sie die Schwelle zum Arzt betreten, also sobald Sie nur reinkommen in die Klinik, sind Sie mit einem Fuß bei elektrischen Ansprüchen. Und deshalb hassen uns Mediziner bis zum Abwinken. Wie kann sich ein Mediziner retten? Wie kommt er raus? Nur über die Frage Rechtsfähigkeit. Also er muss irgendwelche Rechtfertigungsgründe haben. Und der wichtigste Rechtfertigungsgrund ist die Einwilligung. Ne? Und deshalb muss der Patient wirksam in der Einwilligung einwilligen. Also deshalb reden Mediziner mit Ihnen, vor allem wenn Sie sagen, in der Praxis, Sie seien Juristen, stundenlang über alle möglichen eventuellen Folgen, werden die stundenlang informiert. Und das hat jetzt der Gesetzgeber sogar noch schlimmer gemacht. Schauen Sie mal auf 630d. Man hat den Medizinern jetzt noch das autoritativ ins Stammbuch geschrieben. Also 630a fängt der Behandlungsvertrag an. Und 630d sagt, der Arzt ist verpflichtet, vor Durchführung die Einwilligung des Patienten einzuholen. Und dann kommt ein langer, langer Sermon und vor allem Absatz 2, die Wirksamkeit setzt voraus, dass der Patient aufgeklärt worden ist und mit Verweisen auf alle möglichen anderen Vorschriften. Sie müssen also umfassend informiert werden und erst dann können Sie eine Einwilligung geben. So. Es wird noch schlimmer, bei Leben und Körper und Gesundheit wird immer schlimme Fälle. Was ist mit der Verletzung ungeborener Kinder? Also, nehmen wir einen Fall dazu. Sie fahren mit Ihrem neuen elektronischen Auto durch Münster und fahren eine Frau an, die im anderen Wagen sitzt und die ist hochschwanger. Welchen Anspruch gibt sie gegen Mutter und Kind? Herr Wettlaufer. Ansprüche gegen Mutter und Kind. Ja gut, also das, also ich würde erstmal sagen, dass Ansprüche aus Vertrag, GOA, CEC oder sachenrechtlich in Betracht kommen. Und dann die Prüfung bei Paragraph 823 Absatz 1. Halt, müssen wir vorher belegtes prüfen. Haben wir letzte Stunde gemacht. Vordeliktsrecht ist doch nur Sachenrecht. Nein, innerhalb des Deliktsrechts. Das weiß ich gerade nicht mehr. Denken Sie mal an Anfang dieser Stunde. Was habe ich Ihnen gesagt? Welche Reihenfolge müsste man eigentlich... Gefährdungshaftung und vermutete Verschuldenshaftung. Und wo steht die Gefährdungshaftung für Autos? In 833? Nein. In welchem Gesetz? Ich glaube, es war mal Produkthaftungsgesetz und... Nein, Frau Jönscher hat doch einen netten Herrn neben sich neu. Da kann der nette Herr auch gleich sagen, wo steht was über Autos und Gefährdungshaftung? In 7 STVG. Ah, cool. Was heißt STVG? Straßenverkehrsgesetz. Genau. Wir haben extra ein Straßenverkehrsgesetz und da steht in 7 StVG eine Risikohaftung, also Gefährdungshaftung für den Halter eines Autos. Herr Unbekannt,
wo steht im StGVG noch eine Haftung? Vermutest du Verschulden? In 18 StVG. Ah, Frau Junscher, Sie haben einen Profi als Freund. Ja. Ja, das merke ich schon. Also 18 StVG, dass Sie Haftung für vermutetes Verschulden des Fahrers. Ne? Aber wenn sowas mal kommt im Examen, steht immer ganz oft bei Examensklausuren, Ansprüche nach dem StVG sind nicht zu prüfen. Also, insofern hat der Kollege gerade recht gehabt, mit 823.1 anzufangen. Frau Dabbers, machen Sie mal 823.1 in meinem klitzekleinen Autounfall. Ja, ich kann es versuchen. Also als erstes würden wir jetzt den Tatbestand prüfen, also dann als erstes die Rechtsgutsverletzung. Das wäre ja hier dann einmal Körper. Von wem? Von der Mutter auf jeden Fall. Ja, ja. Und Gesundheit auch von der Mutter. Mhm. Ich bin jetzt nur gerade überlegen, wie man das dann jetzt macht mit dem Kind, ob man dann sagen kann, genau, das ist Leben, Frage. Man kann, Leben ist. Man kann also einmal unproblematisch sagen, die Mutter hat auf jeden Fall einen Anspruch aus 823.1. Ganz klar. Mhm. Aber gibt es auch einen eigenen Anspruch des Kindes? Bin ich noch dran? Ja. Wer es gut macht, kommt öfters dran. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber vielleicht müsste man sich dann 844 hinzuziehen. Also Beerdigungskosten, das ist makaber. Das Kind ist noch nicht gestorben. Wer weiß ich noch nicht mehr, ob es gestorben ist. Also Beerdigungskosten könnte man vielleicht noch anziehen. Nee, dann weiß ich es nicht. Frau Dabbers, Sie bleiben dran. Okay. Kann man ein ungeborenes Kind überhaupt prüfen als Träger von Rechten und Pflichten? Nein, glaube ich. Oder ich weiß gar nicht gerade, ob das dann rechtsfähig ist oder nicht. Ja, wo steht das? Ganz einfach. Ja, genau, Paragraph 1. Ne? Und was sagt Paragraph 1? Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt. Das würde ja dann heißen, dass es ja dann nicht rechtsfähig wäre. Ja, spricht dafür, dass es eigentlich nicht Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Kennen Sie eine erste Ausnahme? Mm-mm. Was sagt Ihnen der Begriff Omnimodo Facturus? Müssen Sie nicht beantworten. Weiß irgendjemand, was ein Omnimodo Facturus ist? Frau Ramey. Also ich habe schon mal gehört, aber ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ja, also wenn ein Kind schon so vorhanden ist im Bauch der Mutter, dass es lebensfähig ist, also dann ist es ein Omnimodo Facturus und das kann zum Beispiel erben. Also bestimmte Rechte kann ein Kind schon haben vor der Geburt. Und es geht so noch weiter. Zweite Ausnahme, schon ab Zeugung, eigentlich vor Zeugung, kann ein Kind Ansprüche geltend machen nach 823 Absatz 1. Das ist mal eine Ausnahme von Paragraph 1 und zwar über den Omnimodo Facturus hinaus. Also, wenn die Mutter und das ungeborene Kind bei einem Verkehrsunfall verletzt werden, hat sowohl die Mutter als auch das ungeborene Kind, egal in welchem Stadium der Nichtgeburt das ist, einen eigenen Anspruch. Zum Beispiel, der BGH hat entschieden 1952, da wurde eine Mutter im Krankenhaus eingeliefert, wurde Blut transferiert und in der Blutkonserve war leider Syphilis. Da wurde die Mutter im Krankenhaus mit Syphilis angesteckt und das Kind starb. Das war vor der Zeugung so, das war
nur gerade angelegt, also soll man beschreiben. Also eigentlich fast nur eine Zeugungs- als Idee existieren, das Kind. Das reicht ja aus, um der Mutter nicht nur wegen der eigenen Körperverletzung, sondern auch wegen der Verletzung eines als Idee auf dem Himmel vor sich hin vegetierenden kleinen angedachten Kindes Schaden zu geben. Also sehr extrem. So. Jetzt wird es noch mal schlimmer, aber dann haben wir es auch durch mit den ganzen medizinischen Fällen. Das sind absolut undankbare Fälle. Kann man ein Kind als Schaden ansehen? Du weißt, die Diskussion manchmal ganz fies. Das ist auch ein falsches Schlagwort. Im Amerikanischen nennt man das wrongful life. Es geht um Fälle, eine Mutter ist schwanger, geht ganz normal zur Vorsorge, lässt sich screenen, also checken, ob alles gesund ist. Der Arzt sagt, oh, ein tolles, süßes Baby kommt da, herzlichen Glückwunsch. Und prompt kommt nicht ein tolles Kind raus, sondern ein schwerstbehindertes Kind. Wer hat Lust, mal zu dieser schwierigen Frage was zu sagen? Wäre das ein Fall von 823 Absatz 1? Sie wissen natürlich, was alternativ die Mütter oder die Eltern bestimmt hätten, wenn sie gewusst hätten, das Kind schwerstbehindert gewesen wäre. Die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall hoch, dass sie das Kind abgetrieben hätten. Frau Nicolai. Also ich würde sagen, das Problem ist ja so ein bisschen, dass man die, also erstmal, ob man die Behinderung des Kindes überhaupt als sozusagen Schaden ansehen kann. Also ob das überhaupt eine Einschränkung des Körpers oder der Gesundheit ist. Man könnte ja vielleicht, wenn dann, auf die Gesundheit der Mutter oder der Eltern in irgendeiner Form abstellen. Aber da hätte man dann ja ein Problem mit der Kausalität, würde ich sagen. Also der Arzt hat ja dadurch, dass er bei diesem Screening die Behinderung nicht erkannt oder zumindest nicht angesprochen hat, die Behinderung nicht verursacht. Also und dadurch auch die Probleme nicht verursacht. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass man da dann bei der Kausalität ein Problem bekommt. Ja, wir können es sogar leichter machen. In dem Fall des BGHs ging es der Mutter während der ganzen Schwangerschaft gut. Ne? Also es war kein Problem, war eine ganz normale Schwangerschaft. Nur leider, das Ende war unerfreulich oder wie man es immer bezeichnen soll. Frau Damas? Ja, kann man da nicht vielleicht auf den nachträglichen Schock dann quasi nach Vollendung der Geburt abstellen? Das wäre eine Möglichkeit, auszuweichen auf den Schockschaden. Aber dann müsste die auch wenigstens einen Schock gehabt haben. Und zwar ganz schwere, psychoschäden. Also machen wir es schwierig, Frau Dallas. Das hatte die auch nicht. Die war zwar entsetzt, aber so einen dicken, fetten Schaden, Schockschaden nach wie vor. Ja, sonst würde ich vielleicht noch irgendwie in Erwägung ziehen. Sonstiges Recht, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Nein, sonstiges Recht wäre es nicht. Nicht raus. Wer hat noch eine Idee, wird aufgezeigt? Aber ich wollte eigentlich auch das allgemeine Persönlichkeitsrecht der Mutter. Nein. Passen Sie auf, dass Sie nicht über die sonstigen Rechte alles Mögliche reinkonstruieren, was Ihnen passt. Ich werde einen eigenen Foliensatz bringen, das 7a, wo ich aufzeige, was alles unter sonstigen Rechten fällt. Aber Sie dürfen auf keinen Fall Neues erfinden. Frau Damas? Ja, wo würde man denn zum Beispiel das Vermögen drunter subsumieren? Vermögen haben wir letzte Stunde schon gemacht. Das ist ganz besonders in Deutschland. Vermögen ist kein Schaden, keine Rechtsgutverletzung im Sinne des 823.1.
Sonst hätten Sie vollkommen recht. Die Mutter könnte sagen, ich, Zeit meines Lebens habe ich jetzt ein behindertes Kind dran, das kostet ganz viel, mein Vermögen sieht nicht mehr so aus, das mache ich gelten, aber Vermögen ist keins, kein Rechtsgut. Also man könnte sich ja in dem Fall halten, habe ich ja auch aufgeschrieben hier, an den Arzt nach dem Behandlungsvertrag, ne, klar. Da ist aber schwierig nachzuweisen, ist klar. Aber lassen wir es mal außen vor, die Haftung des Arztes aus dem Behandlungsvertrag. Ist dann 823.1 einstehig und da ist das Problem, dass das Kind ja von vornherein, von der ersten Zeugung aus, behindert war. Also es gab gar keine Nichtbehinderten, die zum Thema standen. Es war ein von vornherein mit einer Beschränkung versehenes und geborenes Kind. Also der BGH hat hier eine Haftung nach ziemlich vielen Kämpfen zugelassen. Ne? Die Behindertenverbände haben protestiert. Natürlich, die Behindertenverbände sagten, also ein Kind ist nicht ein Schaden und vor allem nicht ein behindertes Kind. Es kann der Gewinn sein per se. Aber der BGH hat gesagt, da kann man was machen und hat die Tür weit offen gestoßen. Auf jeden Fall ist der andere berühmte Fall, Rechtsgutverletzung bei medizinischen Vorfällen, ein Fall von Körperverletzung, nämlich das ist der Fall auch BGH. Jemand kommt zum Arzt als Mann und sagt, ich habe die Nase voll von Kindern, ich möchte mich sterilisieren lassen. Und der Arzt ist ein alter Schlamper und macht das schlecht. Und der Mann ist alles andere als steril. Und prompt kommt es zur Geburt eines Kindes. Das klingt jetzt wieder nach Kind als Schaden. Aber das ist nicht Kind als Schaden, denn da lag ja nun wirklich eine Körperverletzung bei dem Mann vor. Und da kann den Schaden geltend machen. So, Schutzgutfreiheit ist nicht so problematisch. Ist die Einschränkung der körperlichen Bewegungsfreiheit meistens durch unmittelbaren Zwang, Einsperren oder Fixieren. Auch hier muss man mehr sein als eine Bagatelle, also dass man mal für 3 Minuten im Uniklinikum fixiert wird ans Bett. Das ist sicher nicht, noch kein Fall von 823 Absatz 1. Bedenken muss man auch, dass das sehr häufig 823.2 ist, in Verbindung mit 239 SCB. Also hier haben natürlich Leute aus dem Strafrecht einen kleinen Vorteil, der auch immer noch daran denken, an SCB. So, und dann sind wir bei dem, glaube ich, letzten der benannten Rechte, das Eigentum. Was ist jetzt Eigentum? Denken Sie daran, Eigentum kennen wir in 2 Formen. Artikel 14 sagt auf jeden Fall, ist ganz weit zu lesen, ne, aus der Verfassung aus. Wir haben bei BGB einen engeren Begriff, der steht in 903 BGB. Eigentum heißt eigentlich, gibt es nur in Bezug auf körperliche Sachen, ne, Paragraph 90. Also nicht wie die Verfassungsrechtler als Schlamper auslegen, sondern wie wir das als gute alte Juristen auslegen, bezogen auf körperliche Sachen. Es gibt 3 Formen der Eigentumsverletzung, entweder Eigentumsentzug, Substanzverletzung oder Nutzungsbeeinträchtigung. Sie sind nicht ganz klar auseinanderzuhalten, aber sind die typischen Formen, wie eine Eigentumsverletzung begangen wird. Fangen wir an mit Entzug des Eigentums. Das Paradebeispiel seit 100 Jahren ist der berühmte Papagei, der befreit wird. Das ist der berühmte Papagei.
Papagei fliegen zu lassen, klingt überhaupt nicht nach Eigentumsbeeinträchtigung, weil der Papagei ist heile, mit dem ist nichts passiert. Aber auch den zu befreien, rauszulassen und fliegen zu lassen, ist eine Entzucht des Eigentums des Papageis. Wichtiger ist die rechtliche Verfügung über Eigentum. Berühmte Fälle kennen Sie eigentlich. Wir können mal einen Fall machen. Nach BGH, also jemand hat einen Lamborghini, der Zuhälterwagen per se. Ne? Und ein Freund leiht sich den aus und hat nichts Besseres zu tun, als den Lamborghini an einen gutgläubigen Dritten zu verkaufen. Ne? Kommt ziemlich viel Geld raus. Welche Ansprüche hat der alte Eigentümer gegen den Dritten und gegen den Lamborghini-Verkäufer? Tüfteln Sie mal ganz kurz, 5 Minuten, malen Sie mal auf. Lamborghini, Entleiher verkauft an irgendeinen Dritten. Welche Ansprüche hat der Eigentümer gegen den Leier und gegen den Dritten? Das ist der Klassiker aus dem Sachenrecht. Ein schönes Dreiecksverhältnis. Oben der Eigentümer, Entleiher, Dritter. So, das können wir mal zusammen machen. Wer hört gerade Sachenrecht? Ah, Frau Seiler, Sie nicken so. Dann können Sie mal lösen, Eigentümer gegen Dritten. Also ich höre es zwar, aber ich muss sagen, ich bin nicht so, ich verstehe es bis jetzt noch nicht wirklich. Ei, das ist aber schlecht. Ja. Ich hab ganz viele Videos bei YouTube zu allen möglichen Details im Sachenrecht. Und wenn Sie was nicht verstehen, schicken Sie mir eine Mail, was Sie nicht verstehen, und dann schicke ich Ihnen mein Arbeitspapier zum Sachenrecht. Das genau passt. Okay. Aber können Sie mal versuchen, das sachenrechtlich zu lösen? Also, ich überlege gerade. Also, wir wären dann ja auf jeden Fall irgendwo in den 29ern, aber. Erstmal Ansprüche. Welcher Anspruch aus dem Sachenrecht gibt es denn noch? Also er müsste ja eigentlich einen Anspruch darauf haben, dass er den... Welche Herausgabeansprüche gibt es im Sachenrecht? 3. Ist nicht schlimm. Also der Sache selber ja auf jeden Fall. Ja, sagen Sie mir ganz klar 3 Hausnummern. Ich bin wirklich. Er macht nichts. Geht den anderen auch so. Frau Dabbers. 861, ja. 185 und 1007. Ja, Absatz 1 oder Absatz 2. Ja, vollkommen klar. Für mich interessant natürlich 985. Ja. Wie prüft man das? In welcher Reihenfolge? Eigentümer. Nee.
Was prüft man immer als erstes bei 985? Das ist ja etwas schockierend, dass man das als Herr Simme. Ja, das wäre dann erst der Besitzer. Genau. Einfach um festzustellen, klage ich jetzt gegen jemanden, der überhaupt die Sache hat? Also, erstens Besitz, der Eigentümer klagt gegen den Dritten und der Dritte hat den Lamborghini. Also, vollkommen klar. Bei 2,70 Meter die Finnen besoffen rumhängen, aber in Deutschland ist 2,70 Meter okay. Eine spannende Frage, die jetzt gerade hochkommt, die möchte ich Ihnen auch mit dem Fall noch erklären. Was ist mit den fiesen Drohnen? Ja, diese komischen, ekelhaften, fliegenden Monster, die über ihren Köpfen hinwegreisen. Und ich möchte mit Ihnen einen Fall diskutieren, den gab es in der Rechtsprechung im Osten, im Amtsgericht Leipzig. Jemand hängt auf seinem Privatgrundstück und sieht immer eine Drohne in 4-5 Meter Abstand über seinem Haus kreisen. Er sagt, ey, sag mal, der nervt mich so stark. Ich nehme eine Waffe, hat eine geladene Waffe genommen und hat die Drohne abgeschossen. Kann man eine Drohne abschießen? Welche Ansprüche hat der Drohnenbesitzer? Das mache ich mal. Also deshalb finden Sie hier am Ende den Satz, das Ausschlussrecht des Eigentümers hängt aber von seinem Interesse ab und das hängt eben ab, wie hoch die Drohne fliegt. Ja, über dieses Thema, da finde ich toll, wenn Sie eines Tages zu mir kommen, sind alle hochbegabt, also ich glaube, Sie können wirklich was. Vor allem, wenn Sie bei Zoom hier mitdiskutieren, finde ich exzellent, das finde ich sehr schön. Das ist ein Thema, da suche ich einen Habilitanten. Also wenn Sie habilitieren wollen bei mir, melden Sie sich. Das ist so ungeklärt wie eben irgendwas. Es geht darum, kann man auch ein Eigentum an Daten verletzen? Was passiert, wenn ein einzelnes Datum weggenommen wird oder in der Substanz verletzt wird? Denn das Problem ist, Daten sind nicht eigentumsfähig. § 90 sagt, nur körperliche Gegenstände. Das heißt, wir haben eigentlich klassisch keine Zuordnung von Daten. Und Daten sind ja das Öl der Informationsgesellschaft, gerade jetzt mit Digitalisierung, Schwerpunkt ITM, Schwerpunkt ITM, Schwerpunkt ITM, Schwerpunkt ITM, Schwerpunkt ITM. Ne? Ist natürlich extrem nervig, dass wir nicht sagen können, die Daten ordne ich dieser Person oder dieser Person zu. Man könnte an eine Vorschrift denken, die Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben, 303a SGB, Datenveränderungen, denen die Strafrichter, die haben schon Kriterien entwickelt, wie man eigene Daten von fremden Daten unterscheiden kann. Deshalb, das habe ich mal versucht zu vertreten in Aufsätzen, bin schon längst davon wieder weg, dass man sowas konstruieren kann. De lege lata hat der BGH ein bisschen geholfen, indem er nämlich auf den Datenträger abstellt. Also die Daten selber sind nicht eigentumsfähig, aber der Datenträger, auf dem die Daten gespeichert sind, kann man auf jeden Fall zum Gegenstand einer Eigentumsverletzung machen. So OLG Karlsruhe, also irgendjemand, der den ganzen Rechner eines Augenarztes kaputt macht, das ist eine Eigentumsverletzung. Oder ein Datenverlust infolge eines Stromausfalls, das ist auch ein Fall von Verletzung von Daten. So, das müssen wir noch machen. Nämlich, wir kommen jetzt zu den gefürchteten Weiterfresserschäden. Boah, das kommt im Examen mindestens einmal alle 3 Monate eine Geschichte, die irgendwie mit Weiterfresser zu tun hat.
Ich stelle ihn erstmal in den Originalfall. Der heißt Schwimmschalter. Es gibt ein paar Fälle, die mit Namen bekannt sind. Im Fall Schwimmschalter. Hat sich jemand einen Swimmingpool gekauft beim Händler und baut den Swimmingpool draußen im Garten auf. Nun hat er dieser Swimmingpool einen ganz kleinen Schalter, das, damit das Wasser nicht überläuft und vor allem damit die Heizdrähte, um das Wasser halt heiß zu halten, warm zu halten, nicht sofort anfangen, Funken zu schlagen, gibt es einen Schalter, der bewegt, dass das Becken sich in nur bis zu einer bestimmten Höhe füllt. So, das ist ein ganz kleiner Schalter, den kann man mit 2 Euro austauschen. Aber der Schalter wird nicht ausgetauscht, der merkt das gar nicht, der Käufer. Und nach 2 Jahren merkt er es doch, nämlich der Swimmingpool läuft über, die Heizdrähte schlagen Funken, es kommt zum Kurzen im Swimmingpool und das ganze Schwimmbecken ist kaputt. Frage ist nun, welche Rechte hat der Käufer des Swimmingpools? Sie überlegen mal kurz drüber. Also der Schaden tritt auf nach 2 Jahren. Das ganze Swimmingpool ist kaputt. So, Frau Bünker, an welchen Anspruch denken Sie als erstes? Theoretisch eigentlich auch 823.1. Oder, vorher? Gibt es noch einen Anspruch vorher? Aus dem Vertrag, aus dem Kaufvertrag vielleicht? Ja klar, wer ist der Anspruch? Genau, für welche Nummer? Das ist nicht... 433 oder so? Ja. Also das passt immer. Genau, also 433 Einsatz 2, der Verkäufer hat dem Käufer die Sache frei von Sachen Rechtsmängeln zu verschaffen. Ja, das hat er auch. Aber darauf will ich nicht. Was für ein anderes Thema? Ja, dann vielleicht Schadensersatz aus 437 mit 280? Ja, also 437, 434 ist auch noch vielleicht ein Vorschuss, den man braucht. Also vor allem 437 kann ja erstmal Schadensersatz wegen Nichterfüllung gelten machen. Aber was stört im Fall an? An welche Sachinformationen scheitert es? Frau Raschidi? Bei Mängelansprüchen, die verjähren ja innerhalb von 2 Jahren nach 438 Absatz 1 Nummer 3. Deswegen hätte ich jetzt gesagt, das kommt dann nicht mehr in Frage, weil das ja schon 2 Jahre her ist. Genau. Also der Anspruch ist auf jeden Fall verjährt. Könnte man den Anspruch, gegen wen geht der Anspruch überhaupt, Frau Raschidi? Gegen den Verkäufer? Genau, wen könnte man denn noch denken? Den
entweder die Person, die den Pool vielleicht eingebaut hat oder die Person, die den Pool produziert hat? Ja, natürlich, der Hersteller, ganz einfach. Gibt es denn 437 gegen den Hersteller? Frau Raschidi, wir haben die Auswahl zwischen Ja oder Nein. 50% Ja, Nein. Ich hätte jetzt an den 445a gedacht. Das ist nur Regress, ne? Das sind nur Regressansprüche. Also kann der Käufer eines Swimmingpools gegen den Hersteller vorgehen nach 437, losgelöst von der Verjährungsproblematik? Frau Schiller. Nee, ich glaube nicht. Ich meine, da gäbe es noch so einen Rückgriff, dass dann der Verkäufer aber auf den Hersteller zurückgreifen kann. Genau, das ist der berühmte Regress. Aber im Prinzip kann ein Käufer, direkt der Käufer, nur gegen den direkten Händler vorgehen, nicht gegen den Hersteller. Umso wichtiger ist jetzt die Frage, kann man vorgehen als Käufer gegen den Händler aus 823 Absatz 1 wegen der abgelaufenen kaufrechtlichen Verjährung oder kann man vorgehen gegen den Hersteller, ne, aus 823.1. So, jetzt wird es eben nochmal schwer. Mal gucken, ob ich das hier noch stehen habe. Wer steht da? Jetzt muss man in diesen Weiterfresserschäden versuchen, eine Linie zu finden, wie man Gewährleistung von Haftung abgrenzt. Wie grenzt man 437 von 823.1 ab? Und der BGH hat im Schwimmschalterfall gemacht, ein bisschen vornehme Begriffe gemacht. Er hat gesagt, das Kaufrecht dient nur dazu, vertraglich das Äquivalenzinteresse des Käufers abzusichern. Er soll nur einen Anspruch haben aus Kaufrecht, dass er was Äquivalentes kriegt für sein Geld. Das Deliktsrecht schützt das Integritätsinteresse. Ne? Also den Anspruch darauf, dass alle Dinge im Hause dieses Swimmingpool-Nutzers intakt bleiben. Wenn das Äquivalenzinteresse identisch ist mit dem Integritätsinteresse, dann kann man nicht 823.1 Geld machen. Man kann also nicht sagen, ich möchte wegen 823.1 Schadensersatz haben für den kaputten Schwimmschalter. Ne? Denn wenn man nur den Schwimmschalter sieht, das ist ein Thema für Äquivalenzinteresse, für kaufrechtliche Gewährleistung. Es geht ihm ja um den viel, viel größeren Schaden an seinem ganzen Swimmingpool. Das geht also weit über Äquivalenz hinaus und geht in die Integrität. Und deshalb gibt es die Faustformel des BGHs, wenn ich ein kleines Bauteil habe, so kaputt ist, und dann Anspruch geltend mache wegen eines viel, viel größeren Schadens, ne, dann gibt es auf jeden Fall 823.1. Das ist die Lehre von den Weiterfresserschäden. Ne, ein Schaden, der schon angelegt war, im kleinen Teil, dann aber dazu geführt hat, dass eine große, große Katastrophe passiert ist, das ist Thema für 823.1. So, und das werden wir gleich üben mit einigen Fällen. Aber jetzt gucken wir erstmal noch weiter durch. Wir hatten ja oben Eigentumsverletzungen, einmal durch Entziehung des Eigentums und so weiter. Und dann haben wir noch die Nutzungsbeeinträchtigung, wenn man die Sache nicht nach freiem Belieben nutzen kann. Ach, Frau Schiller, Sie haben eine Frage? Ja, und zwar ist das
Also muss man da noch einen Meinungsstreit machen oder kann man das direkt schreiben in der Klausur, dass es herrschende Meinung ist? Also nur die herrschende Meinung quasi vertreten? Nein, das ist eine ganz wichtige Frage. Das haben Sie genau richtig gesehen. Dafür lohnt sich auf jeden Fall ein Meinungsstreit. Mhm. Wenn die Literatur sagt, ihr seid ihr bescheuert, das sind doch alles Fälle von 437. Er soll sich einen hinterhalten. Und wenn der Schaden dadurch entstanden ist, dass der Schwimmschalter weitere Rechtsgüter verletzt hat, alles 437. Und dann kommt die herrschende Meinung auch, die herrschende Literatur dazu und sagt, sag mal, euer beschissenes Problem mit den 2 Jahren. Weiß jemand von Ihnen, wie früher die Belastung war? Was war vor der Schuldrechtsreform? Da stand nämlich da drin 6 Monate. Und dafür hat der BGH eigentlich im Jahr 1976 den Schwimmschalterfall gemacht. Wenn man eine kurze Verjährung hat, diese ganzen Gewährleistungsrechte, dann versteht man den BGH, der versucht, über 823 Absatz 1 ein Tor aufzumachen, also dem Käufer zu helfen. Aber jetzt, wo er 2 Jahre drin steht, da ist die Hilfe nicht mehr so dringend, wie man damals sagte. Also gute Bemerkung der Kollegin, das muss man zum Thema machen. So, wir sind jetzt hier noch bei der Nutzungsbeeinträchtigung. Nach 903 BGB darf ein Eigentümer Sachen nach Belieben nutzen und wenn da eingegriffen worden ist, dann gibt es das auch. Zum Beispiel, Fall vom BGH, die Nerds. Ein Nerd hat eine ganz tolle Ordnung für lateinische Urkunden entwickelt. Die kann man nur nutzen mit dieser Ordnung im Hintergrund. Und dann kommt ein ganz fieser Typ und sagt, die Ordnung mache ich dir durcheinander. Ich wühle alle Karteikarten durcheinander, sodass ich keine einzige mehr finde. Ist das 823.1? Ja, natürlich ist es das, weil die archivarische Ordnung ist gestört. Die Nutzung ist nicht mehr unbeschränkt möglich. Nutzungsbeeinträchtigungen gibt es natürlich auch bei Schiffen, bei Fahrzeugen generell. Wir werden nachher noch machen, oder Sie zu Hause noch, den anderen berühmten Fall, das ist ein ganz, ganz berühmter Fall, vielleicht machen wir jetzt schon. Der Fleet-Fall, auch so ein berühmter Klassiker wie Jungbullen oder Haifischfleisch oder Trierer Weidenversteigerung. Es hat zu tun mit einem Schiff, einem Typen, den gehören 6 Schiffe. Und die fahren einen Kanal immer entlang, rauf und runter. Ein Schiff liegt, nehmen wir an, in Münster. 5 sind ganz woanders unterwegs, die fahren gerade auf dem Kanal und schippern rum. Jetzt passiert das, was kommen muss. Es stürzt eine Ufermauer zusammen und niemand kommt mehr nach Münster mit dem Schiff. Ja, ist absolut ausgeschlossen. Und das eine Schiff hängt auf jeden Fall fest in Münster und kann auch nicht mehr vor oder zurück. Ist das ein Fall von 823 Absatz 1 Eigentum? Ihre Meinung? Den Fall gibt es ja auch in Varianten in der englischen Rechtsprechung. Den gibt es anscheinend überall. Solche Schiffe, die man nicht mehr nutzen kann. Was meinen Sie? Herr Behrenses, schön. Wenn man jetzt auf 903 eventuell abstellen würde, da steht ja mit der Sache nach Belieben verfahren. Und er kann mit dem Schiff ja jetzt nirgendwo mehr hin. Er kann mit dem Schiff ja jetzt nur noch quasi in Münster vor Anker liegen. Und daher würde ich jetzt schon sagen, dass dadurch sein Recht in erheblichem Maße gestört ist, mit dem Eigentum nach Belieben verfahren zu können. Ja, und was mit den anderen 5 Schiffen? Da würde ich sagen, wenn die noch andere Häfen anfahren könnten,
ist die Nutzungsbeeinträchtigung nicht so extrem, dass man da den 823 bejahen müsste. So auch der BGH klug argumentiert, Herr Behrendes, haben wir gut gemacht. Also BGH sagt genau wie Herr Behrendes, das eine Schiff, das weder vor noch zurück kann, das ist eine Nutzungsbeeinträchtigung, da kann man auch 823.1 gehen machen. Wegen der anderen fünf, die können ja noch fahren, wir können nur nicht nach Münster fahren. Und da liegt eine normative Wertung vor. Es muss bei wertenden Betrachtungen, ist das eine Nutzungsbeeinträchtigung, die nicht so eine große Rolle spielt, dass man gleich 823.1 anwendet. So, unberechtigtes Parken auf fremdem Grund. Die Fälle werden wir oft haben, die hätten Sie eigentlich auch schon gemacht haben müssen im Sachenrecht. Jemand, der seinen Wagen auf fremdem Grund parkt, der greift erstmal auf jeden Fall Eigentumsverletzung ein. Ne? Also auch die Tatsache, dass ich meinen Parkplatz auf meinem Privatgrund nicht nutzen kann, wäre ein Fall von 823.1. Ich habe Ihnen hingeschrieben, der BGH löst das etwas anders. Und das erklären Sie mir jetzt. Ich möchte mal wissen, was haben Sie überhaupt gelernt beim Kollegen? Also 823.2 nach der BGH in Verbindung mit 858. Was meint der BGH damit? Was heißt 823 Absatz 2 in Verbindung mit 858? Das macht mal jemand anderes. Das macht. Vielleicht Frau Hanschel, haben Sie Lust? Ja, ich kann es versuchen. Also die verbotene Eigenmacht besagt ja, dass dem Besitzer ohne dessen Willen der Besitz entzogen oder gestört wird. Und wenn man das auf den Fall überträgt, ist ja der Besitz oder der, dem eigentlich der Parkplatz gehört, ist dann ja der Besitzer. Wobei, das war dann ja mit dem... er ist ja nicht, also er müsste eher Besitzer sein. Und ich meine, da gibt es dann ja irgendwie eine Vorschrift, dass er ja auch Besitzer ist, wenn er da nicht unmittelbar die Sache hat, weil er besitzt den Parkplatz, aber es war ja, dass er ja nicht unmittelbar jetzt da. Ja. Gucken wir mal rein, 858, also er sagt ja, wer den Besitzer, erste Frage ist, wer ist Besitzer, ohne Willen den Besitz entzieht und das noch widerrechtlich. Also Besitzer ist der Hauseigentümer, unmittelbarer Besitzer, daran erinnert nichts daran, dass der 856.2 vorübergehend an der Ausübung der Gewalt verhindert ist. Der steht da ohne seinen Willen, der da parkt, und er hat den Besitz entzogen. Also liegt alles vor für verbotene Eigenmacht. Und deshalb löst der BGH die Fremdparkerfälle alle über 823.2 als Schutzgesetz dann 858. Jetzt versuchen wir mal einmal zusammen zu überlegen. Das ist wirklich was fürs Leben. Wie kann man den Fleet-Fall nutzen, den wir oben gemacht haben, für das Fremdparken? Was muss man beachten, wenn man auf fremdem Grund parkt? Und Sie sind jetzt eine ganz abgefuckte Juristin und Sie lernen was fürs Leben. So, jetzt mal gucken, wer zeigt auf hier? Ja. Zweiter. Frau Löwen. Ich würde einfach spontan sagen, bei den Schiffen war ja der Clou bei der Sache, dass die Schiffe sich noch bewegen
müssen können, also beziehungsweise, dass sie nicht komplett irgendwo eingesperrt sind, sondern dass man sie noch anderweitig nutzen kann, wenn sie auch jetzt nicht den eigentlich anvisierten Hafen ansteuern können. Und dann würde ich sagen, beim Parkplatz wäre vielleicht ja der Punkt, dass man das Auto nicht ganz zuparken darf. Also man kann vielleicht, also... Das stelle ich mir lustig vor. Man sagt, ist ja kein Problem, ich lasse dir 10 Zentimeter Streifen und kannst, theoretisch kannst du noch versuchen rauszukommen. Zumindest so weit, dass der andere raus kann, aber man kann ja trotzdem manchmal auf dem Parkplatz stehen, so dass der andere und den Parkplatz irgendwie nutzen, wenn es ein größerer Parkplatz ist, aber schauen zumindest, dass der andere notfalls noch raus könnte. Ist das vielleicht? Es geht zwar in die richtige Richtung, aber es war anders. Herr Sim. Ich glaube, man muss als Parker seine Handynummer hinterlassen. Und wenn man dann eben falsch parken sollte, muss man erst angerufen werden. Wenn man dann erreichbar ist, kann man ja schnell wegparken. Und falls nicht, dann ja, hat man Pech gehabt. Aber so kann man sich da behelfen. Genau. Also aus dem Friedfall lernen wir doch eins. Nicht so tiefgründig wie Frau Löwen. Man lernt, dass nur eine vorübergehende, ganz temporäre Nichtmöglichkeit der Nutzung nicht ausreicht für 823. Also, dass die Schiffe andere diesen Hafen in Münster nicht erreichen können, reicht ja normativ nicht aus. Und jetzt übertragen wir es auf Autos. Sie hauen ein Schild rein und schreiben rein, ich bin nur ganz kurz weg. Hier ist meine Handynummer, Sie können mich anrufen, ich bin sofort da. Und wenn Sie das einhalten können, darf niemand Sie absteppen auf fremdem Grund. Na, ist das nicht eine tolle Nachricht, die Sie lernen können in so einer langweiligen Vorlesung? Also basteln Sie immer ein Schild mit Ihrer Handynummer. Na, und schon sind Sie alle problemlos. Frau Rashidi. Ich verstehe jetzt noch nicht so ganz genau, warum wir jetzt auf den 823 Absatz 2 abschließen und nicht den 823 Absatz 1, also der Verletzung des Eigentums generell, weil es handelt sich doch bei dem Parkplatz auch um ein Eigentum. Ich habe ja gesagt, der BGH löst solche Fälle über 823 2. Wir können den auch durchaus lösen über 823 1. Okay. Sie stehen ganz frei nebeneinander. Das sind zwei selbstständige Anspruchsgrundlagen. Frau Dauers? Da müssten wir dann auch 823.1 dann in Verbindung mit 858 zitieren? Nein, bloß nicht. Das wäre falsch. Denn 848 ist Besitz und nicht Eigentum. Und wir prüfen bei 823.1 erstmal nur Eigentum. So. Wieder ein Thema aus dem Sachenrecht, ich kann Ihnen solche Reminiszenzen auf das Sachenrecht nicht ersparen. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Vorschrift, 906 BB, das berühmte Nachbarrecht. Wie viel muss ich als Grundstückseigentümer erdulden an Emissionen, an Umweltzerstörung, an Beeinträchtigungen durch die Nachbarn, an überhängenden Apfelbäumen, an wild gewordenen Katzen, Hunden und so weiter. Und da sagt 906 BGB, Emissionen muss ich nicht dulden, wenn sie die Nutzung eines Grundstücks wesentlich beeinträchtigen und vom Emittenten mit zumutbarem Aufwand verhindert werden können. Das ist der Einstieg in eine ganze Diskussion, wie viel muss man dulden, aber auf jeden Fall ist 906 BGB ein Rechtfertigungsgrund bei 823.1. So. Da sind schon sonstige Rechte aufgelistet. Das nur im Vorgriff für das, was in dem nächsten Foliensatz kommen mag. Mir ist jetzt erstmal lieber, ich arbeite mit Ihnen Fälle. Jetzt kommen die berühmten Fälle, die wir alle besprechen müssen. Fall 1 ist so ein Fall, der angelehnt wird an den Schwimmschalterfall. Also jemand baut eine neue Toilettenanlage. Es gibt einen Spülkasten und beim Spülkasten gibt es auch so einen Schwimmer, der keinen Wert sonderlich hat, aber verhindert,
dass zu viel Wasser reinläuft in die Toilettenkasten. Allerdings wurde der Schwimmer mit so wenig Auftrieb eingebaut, dass der Mechanismus nicht richtig funktioniert. Im Laufe der Zeit nimmt der Schaden in der Toilette immer mehr zu, weil das Wasser reinläuft. Und der Schaden wird so erheblich, 50.000 Euro, dass das ganze Bad und die vorliegende, darunterliegenden Zimmer komplett renoviert werden müssen. Vertragliche Ansprüche, habe ich jetzt unterstellt, sind verjährt. Den machen wir noch zusammen. Also Ansprüche aus dem Sachverhalt, aus Vertrag gibt es nach Sachverhalt nicht. Ansprüche aus 823.1 wären vor allem Eigentumsverletzungen. Also es ist entweder möglich, auf den Schwimmer den Schalter abzustellen oder man stellt einmal ab auf die gesamte Anlage. Können Sie nochmal formulieren, warum das keine Eigentumsverletzung am Schwimmer ist? Warum steht da ein Minus? Frau Dickner. Also ich hätte jetzt gesagt, dass generell der Schwimmer ja nicht zerstört wurde oder das Eigentum am Schwimmer ja nicht verletzt wurde, weil es wurde ja nur ein Schwimmer mit zu wenig Auftrieb eingebaut, der an sich nicht geeignet ist für den Spülkasten. Das ist mir zu technisch, zu schwimmerlastig. Okay. Wer will noch mal versuchen? Frau Schiller. Ja, also der wurde ja von Anfang an mangelhaft eingebaut. Das heißt, der hat ja nur das Eigentum an dem mangelhaften Schwimmer erworben. Und dann konnte ja nichts verletzt werden, kein Eigentum, wenn der nie Eigentum an einer richtigen Sache, sage ich mal, hatte, oder? Ja, genau. Das ist die Begründung. Ne? Man könnte es vornehm formulieren, das Äquivalenzinteresse deckt sich hier mit dem Integritätsinteresse. Also, so einfacher formuliert, wie Frau Scheller gemacht hat, man hat von vornherein einen bescheuerten Schwimmer gekauft. Also es kann keine Eigentumsverletzung sein, weil in dem Kauf einer schlechten Schwimmschalter liegt keine Eigentumsverletzung. Das ist per se nur Äquivalenzinteresse und das wird nur abgedeckt durch Verträge. Aber der Schwimmer hat natürlich den Schaden bewirkt an der gesamten Anlage. Nicht nur Schaden, sondern die Eigentumsnutzung an der gesamten Toilette behindert. Deshalb darf man an der gesamten Anlage prüfen, nochmal prüfen. Und da muss man eben prüfen, lag ein Weiterfresserfall vor, war es ein abgrenzbarer Mangel, der sich dann geäußert hat an einem viel, viel größeren Rechtsgut. Und das war hier so. Und der BGH hat mal aufgeführt, für einen Weiterfresserschaden muss ein funktional begrenztes kleines Teil zu einem riesigen Schaden führen. Und dieses abgrenzbare Teil hat nur einen ganz kleinen Wert. Dann haben wir einen Vorrang des Integritätsinteresses an der gesamten Anlage. Und dann wäre es 823 Absatz 1. So. Den lösen Sie mal. Ich gehe nochmal den Fall durch. K kauft bei V ein Auto. Der Verkäufer sichert ihm zu, dass der Wagen in Ordnung ist. Es kommt zum Unfall natürlich mit dem anderen Auto. Dabei wird der Pkw schwer beschädigt, dem K passiert nichts. Der Unfall ist darauf zurückzuführen, dass das Auto bereits bei Übergabe mit viel zu schwachen Bremsen ausgerüstet war, der eine Bremsung unmöglich machten. Gewährleistung ist verjährt und da besinnt sich eben K auf Deliktsrecht. Zwischendurch gefragt, wie ist denn die Verjährung von 823.1?
Warum träumt der K hier von 8.23.1? Frau Lorenzen. Ja, ich meine, es ist nicht explizit geregelt und dann gucken wir den AT und ich meine, das ist dann in 195 BGB. Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt 3 Jahre. Ja, genau. Also 195, 3 Jahre ab Kenntnis. Und das führt eben dazu, wenn man vergleicht Gewährleistung 2 Jahre, und zwar nicht ab Kenntnis, sondern ab Übergabe, dass das schon verständlich ist, dass der K nochmal nachrückt. Jetzt denken Sie mal nach. Könnte das ein Fall sein von 823 Absatz 1? Ja, versuchen Sie mal, Frau Dickner. Also die Verletzung eines Rechts haben wir hier dadurch, dass das Eigentum beschädigt ist, der PKW. Problematisch ist hier die Verletzungshandlung, weil wir ja kein positives Tun in Anführungsstrichen haben. Und grundsätzlich begründet Unterlassen ja keine Haftung, außer wenn eine Rechtspflicht bestehen würde. Frau Dickner, Sie haben immer gute Ideen, finde ich ganz toll. Aber wir haben ja hier falsch eingebaute Bremsen. Die sind positiv falsch eingebaut worden. Ach so, ja, dann habe ich den Sachverhalt nicht ganz im Kopf. Ich habe gedacht, dass das einfach noch nicht gemacht wurde. Es geht nicht um Tun oder Unterlassen. Gut, ich hatte das so verstanden, dass er ihm nur nicht, dass er unterlassen hat zu sagen, dass die Bremsen halt nicht heile sind. Das wäre auch ein Vorwurf, aber der hat auch die falschen Bremsen drin gehabt. Ah, ausgerüstet. Ja gut, das Wort hatte ich übersehen. Entschuldigung. Wer will nochmal versuchen, das zu lösen? Was ist da das Problem? Frau Nicolai. Ja, also ich würde sagen, das Problem, ja, also das wollte ich gerade sagen, dass sozusagen die Bremsen ja wieder von Anfang an mangelhaft sind, also dass das keine Eigentumsverletzung sein kann. Und dass man dann vermutlich halt wieder auf diese Voraussetzungen vom BGH abstellen muss, also ob das abgrenzbar ist und dann, ob die Bremsen an sich deutlich weniger wert gewesen wären. Genau. Und? Und dass Äquivalenz und Integritätsinteresse nicht das Gleiche sind. Ja, und jetzt will ich nur Ihre Meinung an. Ach so. Ich würde sagen, dass die Bremsen ja deutlich weniger wert sind als der Gesamtschaden, der durch den Unfall entstanden ist. Also ich weiß nicht, da stehen ja jetzt keine Angaben zu im Fall, aber wenn jetzt vielleicht auch noch eine Verletzung vom Körper oder von der Gesundheit dazukommt oder so, könnte man ja auf jeden Fall sagen, dass da dass es wertvoller war. Und auch schon der gesamte PKW ist ja wertvoller als alleine die Bremsen. Genau. Also es ist eine Fortführung des berühmten Schwimmstarterfalls. Ganz einfach gefragt, die Rechtsgutverletzung könnte man noch genauer sehen, als ich das gemacht habe, in den fehlerhaften Bremsen. Aber das wäre nur Äquivalenzinteresse und würde nicht ausreichen. Es muss also von vornherein die Rechtsgutverletzung an dem gesamten Auto gesehen werden. So, und jetzt geht es nur darum, Weiterfresserschäden. Ist das ein ganz kleines Bauteil im Verhältnis zu einem ganz wichtigen deliktischen Erfolg am Ende, dass das Ganze zerstört worden ist? Und das hat der BGH hier bejaht. Also auch das wäre noch Weiterfresser. Ich suche jetzt gerade mal einen Fall raus, wo es vielleicht anders geht.
Der K kauft beim Großhändler KH die Einzelteile einer Autobahnstraße, um die zusammenzubauen. Das gelingt ihm. Bei der 10. Wäsche stürzt das Trocknungsgebläse infolge eines Konstruktionsfehlers ab und beschädigt ein Kundenfahrzeug schwer. Die Autobahnstraße wird repariert, bleibt jedoch längere Zeit unbenutzbar, weil die Konstruktion grundlegend geändert werden muss. K verlangt wieder von H Schadensersatz wegen Nutzungsausfall aus 823.1. Erstmal den Fall verstehen. Das sind alles berühmte BGH-Fälle. So, nicht so gehen. Oh, müde, Frau Lorenzen. Noch 5 Minuten, 10 Minuten und dann haben wir es geschafft. So, wer hat Lust, sich an den Fall zu wagen? Herr Behrendes, wollen Sie mal probieren? Ja, kann ich machen. Also wir bräuchten in der 823.1 erstmal ein verletztes Rechtsgut. Mhm. Der hier käme jetzt ja in Betracht im Prinzip eigentlich auch nur wieder Eigentum. Mhm. Problematisch könnte jetzt hier generell auch sein, dass wir über einen Schadensersatzanspruch für Nutzungsausfall sprechen, nicht über Schadensersatzanspruch, der im Folge eines Äquivalenzinteresses entsteht. Also wir sind ja hier eigentlich bei einem Nutzungsinteresse, für das der K einen Schadensersatz verlangt. Und das wird doch von 823 eigentlich nicht abgedeckt, oder? Aber vorsichtig. Wir haben gerade gesagt, bei Eigentumsbeeinträchtigung, also Verletzung des Eigentums, ist auch die Beeinträchtigung der Nutzungsmöglichkeit. Also Nutzungsbeeinträchtigung fällt darunter. Okay. Aber Sie haben schon richtig angefangen. Es geht um Eigentum. Und jetzt kann man zwei Dinge auseinanderhalten. Wieso kann es eine Eigentumsverletzung sein? Einmal und andersmal. Es könnte sein, dass man sagt, das Trocknungsgebläse ist isoliert, Gegenstand von 823, aber daraus wird nichts. Denn da muss man sich an den Großhändler handeln, im Rahmen der vertraglichen Ansprüche. Und wenn die eben verjährt sind oder gar nicht existieren, weil man gegen den nicht vorgehen kann, Pech gehabt. So, jetzt, er sagt jetzt aber, es ist ja nicht nur das Gebläse, sondern die ganze Anlage, die ganze Autobahnstraße, die könnte ich nicht nutzen. Und ist das ein Fall für Weiterfresser? Wie verhält sich Äquivalenz und Integritätsinteresse? Und ich verrate Ihnen, hier merken Sie auch, dass das Ganze im Detail nicht immer überzeugt. Der BGH sagt, hier geht es auch wirklich im Kern nur um die Folgen eines Trocknungsgebläses. Und das Trocknungsgebläse ist jetzt nicht nur ein Schwimmschalter, ein kleiner Schalter für unter 1 Euro, sondern das ist integral, wenn Sie mal in der Autobahnstraße waren. Das ist ein Hauptbestandteil einer Autobahnstraße, dass sie nachher getrocknet werden. Also da ist dieser Einzelteil so wichtig, dass im Grunde man nur auf vertragliche Ansprüche hinweisen kann, aber nicht auf 823. Also ich weiß nicht, ob Sie das überzeugt. Das sind immer Fälle, wo die Literatur sagt, also der BGH macht das Pi mal Daumen. Alles Pi mal Daumen. Einmal ist ein Trocknungsgebläse ganz wichtig, dann ist ein Schwimmschalter gar nicht wichtig. Also man weiß es alles nicht. Und deshalb sagt die Literatur,
dann lasst uns das alles nur machen über vertragliche Ansprüche. So, dann habe ich noch mitgebracht natürlich den, noch ein paar Fälle zum Üben. Das ist alles Schwimmschale. Das kommt noch. Hier ist der Fall, Beispiel Fall 8. Da haben Sie nochmal ausführlich den Fleet-Fall mit den Schiffen. Und Sie sehen, wie der BGH unterscheidet zwischen eingesperrten Schiff und ausgesperrten Schiffen. Und das dann wegen des eingesperrten Schiffs bejaht. So. Jetzt habe ich schon gemerkt, es gehen Leute immer mehr. Das ist gut. Sie kriegen von mir heute noch die Folien 7 und 7a nochmal, sodass sie dann komplett werden. Und ich überlege mir was für Sachenrecht. Ne? Irgendwas. Alles klar. Soweit für heute. Wir sehen uns in einer Woche. Ne?